Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge They Are Billions. Jo, Expansion hat begonnen. Mal eben Reparation machen. So, nebenbei müssen wir jetzt hier das alles abgegradet kriegen. Zwei Einwohner nur, oder was? Gut, die sind dann jetzt weg. Aber hier muss nochmal... Perfekt. What? Guck mal, ein Feld. Muss ich also genau an der Mauer stellen. Mache ich aber. Hier, ja. Da soll das auch passen. Da haben wir auch. Hier geht es auch einigermaßen erstmal. So. Als erstes müssen wir jetzt hier mal Gießerei uns kümmern. Kraftwerk können wir auch noch lernen, ja. Essen, Energizer. Wohnhäuser. Wohnhäuser ist jetzt erstmal das Wichtige. Beziehungsweise Hütten. Halt immer irgendwo so ein Durchgang. Also ich verschwende ich eventuell ein bisschen Platz, aber so läuft. Damit haben wir Essen und Energie soweit verballert. Ist aber nicht tragisch. Essen müssen wir mal gucken. Kriegen wir doch auf jeden Fall hier noch. Kriegen wir zwei Fische? Nein, kriegen wir nicht. Kriegen wir nur einen Fischer. Nichtsdestotrotz können wir den schon mal hier ganz an die Ecke stellen. Sollte doch eigentlich gehen. Ach, wegen der Balliste. Gut. Aber wir haben hier noch Wald. Was bedeutet, wir können hier noch ordentlich... Na gut, das bringt uns ja auch nicht mehr. Da darf ich nicht. Hier hätte ich 15. Hier das kleine Stück, da hätte ich auch 15... Da mal 16. So. Am 14. Hier habe ich auch noch gar keine stehen, sehe ich gerade. Sehr kurios, Leute. Muss ich doch sagen. Sollen wir noch hier noch eigentlich eine hinkriegen? Da haben wir stehen. Fischerhütchen. Tja, guck mal. Na? Gut. Ich kann natürlich hier auch ins Grüne noch weg. Ach, ich kann ja hier auch eine Farm hinballern. Also ist doch. Holz. Gut, wo ist mein anderer Johnny noch hier? Mein Einzelkämpfer ist auch noch irgendwo hier. Du kannst auf jeden Fall auch noch mit. Irgendwo stand hier noch so einsam und verlassen ein Soldat rum. Ja, Leute, es geht los. Attention. Building completed. Da
Does somebody need a mayor? Goldeinkommen plus 80. Ist natürlich nicht schlecht. Ich weiß nicht, Radarstation müsste die Gegner früher sehen. Aber die können wir doch. Ja, die können wir auch selber erforschen. Also. Ich nehme mal die 80 Gold hier. So. Ich muss aber erst nochmal hier die Pausentaste reinballern, weil ihr seht. Ja. Ein paar Sniper nachschieben. Könnt ihr direkt hier hinschicken. Ansonsten müssen wir uns jetzt erstmal im großen Stil um Energie kümmern. Kriegen wir aber hin, da wir hier unten. Ja, ein bisschen was haben wir hier auch schon stehen, aber. Noch nicht wirklich viel. Ich meine, hier könnten wir eventuell nochmal eine Farm hinballern. Weil dann mal das Lagerhaus. Hier könnten wir eventuell auch nochmal eine Farm hinsetzen. So, kriegen wir noch eine? Nee. Aber hier können wir natürlich hier noch ordentlich Mühlen reinballern. Ja, keine Ahnung, ob es reichen wird, was wir hier an Einheiten haben, Leute. Ich muss jetzt auch mal gucken, wie ich das hier am besten angehe. Ich weiß es nicht. Weil die einen sind so schnell, die anderen sind so langsam. Auf jeden Fall. Ach guck mal, er ist sogar dabei. Hier geht auf höchste Stufe. Und ihr geht auf nächste Gegner, würde ich sagen. Gut. Great. Death, lovely death. Royal that. Ja, ich muss mich jetzt direkt zu der Häuser durchkämpfen. Aber immer nur kleine Schritte und soll es echt zu viel werden, können wir halt hier zu den beiden Ballisten zurück. Das ist so der Gedanke. Und ich hoffe, es leveln sich ein paar Sniper auf. Ich muss natürlich zusehen, dass ich auch ein bisschen vorgerückt komme hier. Was mit den beiden Snipern hier schon wieder los ist. Sehr schön. Ja, das Problem ist, du musst immer erst so die abwarten, die da noch rausströmen. Ne? Irgendwann muss er dann die Chance nutzen, so einen kleinen Schritt nach vorne. Und wir müssen natürlich nebenbei hier auch das andere im Auge behalten, weil Eisen ist voll, Stein ist schon wieder am Stissel. Zack. Ja, hier nur so eine einfache Doppelwand, das ist natürlich schöner, wenn die dann voll aufgewertet ist. Ja, wenn ihr euch fragt, warum keine Tore? Ja, erstens will ich jetzt hier nicht ständig rein und raus rennen. Zweitens hält so eine Wand halt mehr aus. Ihr seht 1000 auf einem Feld. Und wenn ihr jetzt so ein Tor habt, und hier das hält 1500 aus, macht, ist aber dafür dann gleich drei Felder weg, ne? Klar, ich kann dann hier nochmal eine Wand vorsetzen. Was das dann ein bisschen ausgleicht, aber wie gesagt, wichtig ist mir erstmal, dass hier dicht ist, dass Ballisten stehen. Das haben wir hier gegeben. Das sieht sehr gut aus. Hier sind wir auch schon gut. Hier muss noch eine zweite Balliste hin. Können wir eigentlich auch mal eben machen. So, hier haben wir zwei. Hier muss auch nochmal eine zweite hin. Die kann auch hier ruhig in die Ecke rein. Das können wir noch mal eben erforschen. Den wollte ich mal eben ein bisschen umlegen, dass er hier nicht so komisch am Turm rumeiern. Hier ist natürlich auch noch richtig schwach auf dem Backen mit dieser einen Balliste.
Naja, ich muss einfach hoffen, dass sie hier nicht unbedingt draufballern. Ja, und die beiden werde ich auch lassen. Ich werde hier nochmal ein Tor machen. Das können wir ja eigentlich mal eben ummodeln hier. Brauche ich eigentlich auch gar nicht abreißen dafür. Muss ich mal gucken, wie am besten. So. Na, ihr seht, ich könnte jetzt hier schon keine mehr setzen, was ein bisschen kacke ist. Aber das ist ja eigentlich auch hier nur den Notfall geschuldet, genau wie das. Wenn sie halt jetzt hier durchbrechen, dass sie dann nicht hier einfach direkt zu unseren Häusern kommen. Dann kommt hier nämlich nochmal eine Balliste hin. Haben wir noch Zeug? Nein, haben wir nicht. Was fehlt? Gold. Ja. Gut. Ja gut, die sind ja hier noch zugange erstmal. Ja, das will ich ja hoffen, dass sein Rifle ready ist. Das Problem, ich muss halt in Reichweite kommen, dass ich auf die Häuser schieße, sonst stehen wir hier Stunden. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich muss halt erstmal so ein bisschen hier abwarten, so wie jetzt, dann können wir wieder ein Schrittchen vor. Sehr schön. Können wir eigentlich hier so ein bisschen. Geht mal da so hin, dann solltet ihr auch schon aufs erste Haus gleich schießen können. Sehr gut. Ja, da kommt natürlich jetzt dann gleich nochmal eine Menge angeflitzt. Ihr seht es gerade. Jetzt wird's eng. Nein, es ist kein nice day to die. So, da helfen dann halt die Ballisten ein bisschen mit. Ja, und ihr seht, sie haben gerade mal ein Gebäude weggekriegt, also. So, zwischendurch mal Pause drücken. Ihr seht, Holz ist schon wieder voll. Bedeutet, wir können hier weitermachen und erstmal auch dann gleich hier nochmal Energie zwischenballern, weil Nahrung haben wir noch ein bisschen. Ja, da brauchen wir Holz für. Stein haben wir schon wieder viel. Das läuft hier. Das ist die wahre Pracht, Leute. Zack. Oh, so viel habe ich gar nicht mehr. Ja, und da muss ich jetzt gleich gucken, dass wir die Gießerei hinkriegen. Arbeiter 20 sollten wir gleich hinhaben. Holzstein müssen wir jetzt einmal warten. Eisen haben wir auch. Gold haben wir auch. Passt. Kriegen wir hin. Gut, die rücken jetzt natürlich automatisch vor. Ich habe hier gerade so eingestellt. Aber ihr seht halt, ne? Und guckt, da sind noch so viele Gebäude hinter. Das ist unglaublich eigentlich. Was ist denn mit euch? Habt ihr keine Lust, oder? Ja, hätte ich halt jetzt hier nochmal irgendwie 20 Soldaten gemacht, wäre das natürlich viel einfacher. Aber erstens will ich ja hier ein paar, ach, hier ist schon die Karte zu Ende. Das ist ja hardcore, deswegen, ey. Karte zu Ende und dann noch statt. Nice target. Das ist natürlich doppelt hart. Dachte, warum kann ich denn jetzt hier nicht weitergehen? So, 30 Steine, ich glaube 40 Steine braucht nur. Mal kurz im Auge behalten.
Schön, mach das Haus noch weg. Komm, 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 komm. Yeah! Und weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Es ist gerade ein bisschen ruhig hier. Könnt ihr mal aufschließen, bitte? Und dann mal hier ein bisschen hin. So, Pause rein, ballern. Stocki. Gießerei. Wie gesagt, da würde ich eventuell nochmal eine Farm ballern. Ja, da wollten wir noch ein Lagerhaus setzen, genau. Oh, guck mal, die würde ich sogar noch hier hinkriegen. Ist ja eigentlich ganz geil. Ach nee, das ist ein rotes Feld. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Muss ich sie doch hier reinsetzen. Bank. Dingens. Häuser. Häuser. Da muss noch ein Dingens sehen. Dann mache ich sie mal dahin. So, hier sind wir auch durch, ne? Sehr gut. Dann, wie gesagt, nochmal auf Stein warten. Eine zweite Lagerhalle werde ich hierhin machen. Einfach, weil ich hier ein paar Farmen mit einbeziehe. Marktplatz, Bank. Muss dann da wieder hin. 17 Einwohner ist jetzt nicht die Welt. Holz habe ich. Gold haben wir auch ein bisschen. Können wir also nochmal hier... Ja, gut. Das muss ich anders machen. Das würde ich ganz gerne erstmal abbauen. Auch hier Stein ganz gerne. 1, 2. Ja, den einen Stein kannst du dir irgendwo... Ja, hier, ne? Da ist natürlich nochmal schön lecker Stein. Gut, dann haben wir das. Dann können wir... Gut, kein Holz. Nicht tragisch. So, haben wir es jetzt hier im Sack oder was? Sieht ja gerade mal ganz gut aus, aber... Und jetzt kommen sie wieder wie die Verrückten. Komm, mach das Haus wenigstens noch eben. Schön, kriegen wir das auch noch fix? Bevor sie uns überrennen. Ja, sehr geil, Leute. Hier liegt jetzt so viel... Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Eisenstein kannst du natürlich noch ein bisschen mitnehmen. So geil, Leute. Haben wir voll im Griff. Ja, ich weiß. Vielleicht verschenke ich jetzt was. Muss ich aufpassen. So. Jetzt haben wir nur noch 9 Arbeiter. Das passt mir gerade gar nicht. Ja, das muss ich... Ich würde halt ganz gerne erstmal zumindest eins der beiden machen. Damit ich weiß, wie ich weitermachen kann. Weil ihr seht hier, dann kann ich hier die Bank hin. Ja, scheiße, kann ich nicht. Da kann ich sie. Ja, passt saugeil. Bombe. Sau gut. Hier muss ich natürlich einen Durchgang haben. Komme ich hier dran ganz? Komme ich sogar. Aber dann habe ich da keinen Durchgang, aber dafür dann hier. Dann machen wir das mal. Schade. Keine Ressourcen, denke ich. Gut. Ja. Das war's, weil kein Einwohner gerade. Die sammeln natürlich alles ein jetzt hier. Ich meine, Stein können wir ja noch loswerden. Ist ja nicht das große Problem.
Ja, mit seinen 53, die er mir dann anzeigt. Komm her. Wie viel macht er jetzt? Macht er auf jeden Fall die richtigen, ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, machen wir das letzte noch fertig, Jungs. Ruhig, 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 ruhig. Zurück, 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 zurück. Nicht alles. Oh. Nicht alles einsammeln. Könnt ihr den einen, der da jetzt noch rumsteht, noch eben? Das wäre sehr nett von euch. Naja, nach oben geht es natürlich da noch ein Stück. Nein, sammle es nicht! Sammle es nicht ein! Ich weiß nicht, wo er jetzt noch aufwertet Mauern, aber Mauern können generell aufgewertet werden, von daher hier. Von daher könnt ihr dann hier die Steine noch mitnehmen, die da liegen. Ernsthaft? Ja, ein Sniper ist aufgestiegen, ist aber ein bisschen wenig. Gut, das läuft. Bäm. Und dann haben wir sogar noch Steine. Ja, ihr seht, so ein Dorf zu plätten lohnt sich natürlich auch. Gut, jetzt müssen wir so langsam anfangen mit Double-Double-Mauern. Also wo ich es hier gebaut habe. Dafür muss ich aber natürlich nochmal Türme bauen. Beziehungsweise hier geht es, glaube ich, sogar schon. Ich habe aber gerade 8 Einwohner. Da wäre es mir eigentlich lieber... Ich könnte natürlich jetzt die Bank machen, aber ich würde ganz gerne erstmal das Lagerhaus machen. Energie. Gut. Wir sollten uns also erstmal um Energie kümmern. Juti. Ja. Und da hört es schon wieder auf mit den Ressourcen. Was immer wir brauchen, Arbeiter. Häuser können wir aber auch nicht mehr wegen Energie. Ah, ja, logisch. Logisch, ja, komm, da kannst du hier das eine. Da steht noch mal ein paar rum. Könnt ihr die mal eben organisieren? Tja, hier kommen sie mal durch, ey. Gut. Muss sie jetzt mal ein bisschen aufteilen hier. Und Pause rein. Ihr seht, hier ist schon wieder alles voll. Obwohl. Hier lasse ich wieder einen Durchgang. Bisschen Nahrung haben wir noch, bisschen Energie haben wir. Jetzt kriegen wir gleich ein paar Einwohner, dann könnten wir eventuell noch mal ein paar Sniper nachschieben, aber wir haben doch auch unser Ding fertig hier, oder? Ja, so. Jetzt kommen wir doch an die richtigen Sachen. So, Farm, das schenken wir uns erstmal alles. Öl brauchen wir ja auf jeden Fall. Machen wir erstmal eine Ölplattform.
Haben wir überhaupt Öl eingenommen irgendwo? Irgendwo hatten wir eins, meine ich. Hier? Hier haben wir nochmal eins vor der Tür, das können wir uns nochmal holen. Hier hätten wir nochmal eins. Da haben wir eins. Naja, naja. Gut, schauen wir mal weiter. Ja, die Sniper müssten sich halt am besten mal ein bisschen aufleveln. Das versuche ich jetzt mal gerade so ein bisschen. Ja, ich denke, wir nehmen mal die Sniper und knallen mal hier die Richtung. Ruhig mit Q, dass wir unterwegs noch alles wegknallen. Weil da waren ja auch ein paar härtere zum Bösen am Start. Ja, komm, wenn du uns schon hinterher rennst. So. Klar, wir werden jetzt hier auch wieder stärkere kommen gleich, weil hier ist schon wieder Map-Ende, aber hier waren ja nicht so viele starke. Seht ihr, hier sind wir schon durch. Hier sind nochmal ein paar. Ja, hier ist ganze Map am Rand. Aber hier ist noch mal fette, hier ist auch nochmal fette Bevölkerung. Wir sollten also machen das mal anders. Ja, ja, hier solltet ihr die Ballisten alles im Griff haben hier, wenn hier mal so ein paar abgedrehte kommen. Wir können auch hier lang gehen. Ist gar kein Problem. Könnt ihr hier nochmal gucken, was hier rumsteht noch. Mach mal hier hin. Gut. Sniper sind zugange. Das ist sehr schön. Hauptsache mit 20 auf einen drauf. Juti, yo, ihr seht, Lager voll, alles voll. Radarstation, Ingenieurzentrum brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal wegen der Ölplattform. Ölplattform, Tonzone, Gold, 8 Arbeiter, 30 Energie. Ja, ja, ja. Was machst du denn hier noch, Mutti? Hast ein bisschen Anschluss verloren, ne? Dann gib mal Gas jetzt, würde ich sagen. Ja, ist klar. Wie einfach immer einer stehen bleibt, oder? Vom Süden, hier unten. Ja, das kann ja wieder alles heißen. Obwohl, das kann eigentlich nur hier heißen, hier oder hier. Ist natürlich auch super, dass ich dann da reinkomme, komme ich nämlich nicht. Sniper, geht mal dahin. Und you again, geht mal dahin. Ich hoffe, sie bedeutet nicht, dass sie jetzt hier drauf gehen. Das wäre natürlich. Mach das mal noch zur Sicherheit aus Stein. Du kannst auch eigentlich. Obwohl, da ist keine Balliste. Hier ist auch nur eine, was sehr schwach ist. Aber mal gucken, was noch geht. Ich weiß, ich schieße, glaube ich, nicht durch den Berg durch. Das ist das Problem in der ganzen Geschichte hier. Also im Rückraum ist er natürlich auch nicht schlecht. Ich kann natürlich versuchen, die mal abzureißen. Und zwei neue nebeneinander. Ja, passt auch nicht, ey.
Gut, wenn sie durchbrechen, würde ich hier nochmal eine hinsetzen, wird was bringen und vor allem wird die auch auf die Seite ein bisschen was bringen, ne? Mache ich doch einfach mal. Sonst könnte natürlich auch sein, dass ich hier drauf komme. Hier würde ich dann eh nochmal einen im Rückraum haben. So, ja, das werde ich hier wegreißen müssen, weil ich muss hier durch. Weil jetzt hier ganz außen rumrennen ist... What's up? Any infected around? So, da kann ich natürlich zwei Tore setzen. Einfach mal pro forma. Oh, echt? Gut, komm, der Vollständigkeit halber. Ja, natürlich kommen sie hier in die Arschlöcher. Sniper is ready. Da, wo am wenigsten geschützt ist, ne? Ist immer so. Sieht zumindest aktuell so aus, sagen wir es mal so. Dann bleibt mal da stehen. Und ich kann die sofort schon mal runterholen. Ich könnte natürlich hier noch Türme setzen, aber... Grüße. Gehen Sie jetzt echt auf das oder gehen Sie hier hin? Ich bin gespannt. Beides. Problem, seht ihr gerade, die Balliste ist noch nicht startklar. Sniper gehen auf die Fetten. Bogies gehen auf die Nahen. Ansonsten gehen die eigentlich immer auf die Dicken. Ja, ist jetzt aber auch nicht so viel. Also die Balliste, ja. Gut. Ja, ihr werdet so wahrscheinlich an nichts drankommen. Aber das ist ja easy peasy, Idiot. Das ist ja lächerlich. Vielleicht hängt sie hier noch am Felsen fest. Gar kein Problem, sehr schön. Können wir uns nämlich gleich hier um weitere Geschichten kümmern. Gold ist voll. Ich glaube, ich kann mir auch hier irgendwie auf der Karte so Punkte machen, oder? Muss ich nochmal in die Beschreibung, in die Einstellung gucken. Diese setzt den Bau folgender Gebäude voraus. Ingenieurzentrum. Das habe ich. Ach so, das muss ich noch bauen. Ah, okay. Vollstrecker müssen wir erstmal leeren. Das ist doch, was wir brauchen. So. Das war's, ne? Sehr schön. Ja, ihr seht, hier wollte ich aufräumen gehen. Und zwar weiterhin mit den Sniper Machines. Sehr gut. Und mit euch geben wir... Hier war da auch noch eine Menge Rot, wo ich nicht mehr rauskomme. Ach, guck mal, was hier noch los ist. Schließt euch mal da an. Ich könnte natürlich einmal außen rum gehen. Wäre natürlich auch nicht so schlecht. Mache ich auch mal einfach. Ich weiß sowieso nicht, wie viele davon überleben werden hier. Hier steht auch noch mal einer rum. Mach mal Q und erstmal hier hin. Hast du alle am Stiesel? Hast du. Ja, du nicht, Junge. Du kannst hier schön bleiben. Du kannst mal zu deinen Kollegen hier stoßen. Und
Jetzt habe ich ihn mitgeschickt. Du brauchst gar nicht erst mitrennen. Gut, Leute, aktuell sieht es ganz gut aus, würde ich sagen. Folge ist durch. Ich werde hier noch eben meine Teams absafen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.